Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mad Max. Wir erkunden gerade ein dunkles, finsteres, gruseliges Kirchengebäude. Deswegen werde ich vielleicht mal ein bisschen Schrott, wenn wir genug haben, für ein paar Mad Max Kampf-Upgrades oder so ausgeben. Zum Beispiel könnten wir seine Fäuste nochmal verbessern. Damit wir ein bisschen mehr Schaden machen. Sieht auch noch irgendwie stylisch aus. Und wir könnten seine Jacke verbessern, damit wir ein bisschen weniger Schaden kriegen. Vom Balken her, vom grünen Balken, der dazu kommt, sogar ordentlich mehr. Und sieht crazy aus, nehmen wir. Wir könnten außerdem noch besser blocken. Ja, komm, jetzt hauen wir unseren Schrott raus für Max-Upgrades. Alles, was geht. Munitionsgürtel geht leider nicht. Ah, wir haben schon wieder neues Aussehen freigeschaltet. Mit blauer Bemalung und schmutziger Bemalung. Ich glaube, das will ich nicht. Und wenn wir uns noch so Special Moves leisten können, lerne ich die jetzt auch. Aber die sind alle zu teuer. Obwohl, stimmt gar nicht. Können wir uns leisten. Nehmen wir einfach mal den. Waffenparade freischalten. Bam. Los. Erledigt. So. Cool. Dann erkunden wir mal das dunkle, wirklich unheimliche Gebäude. Ich habe ein bisschen Angst, was uns hier erwartet. Die Leitern deuten darauf hin, dass es hier Leute gibt. Ein Altar wurde hier sogar gebaut. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Dark Souls, den ersten Teil diese dunkle Grube, in die man runter muss. Diese dunkle, giftige Grotte. Ich hab's gehasst. Gut, ich meine, von wegen Dark Souls 1 und so, die gibt's in jedem Teil. Auch in Demon's Souls. Diese dunkle Giftgrotte, die machen die gerne. Die gibt's einfach immer. Okay, das sieht rituell aus, wie die hier liegen. Das war wahrscheinlich vielleicht eine Notunterkunft. Die liegen auf Tragen teilweise. Interessant, interessant. Aber das da war wahrscheinlich vor dem Krieg noch nicht da. Woher kommt denn das Licht rein? Da müsste ich doch an der Oberfläche irgendwas gesehen haben davon. Das ist ja komisch. This was set up as an emergency shelter. Naja, genau. Habe ich auch vermutet. Ihr seid alle Schweine. Ihr habt alle Anhänger Gottes getötet. Ihr werdet brennen. Die Meere ziehen sich wegen euch zurück. Gott zieht sein Wasser vor Verachtung zurück. Na, vielleicht war hier doch schon vor dem Krieg, sage ich immer, aber vor dem endgültigen Kollaps irgendwie eine irre Sekte am Werk. So Christentum oder sowas in der Art. Sowas total abgedrehter Scheiß so. Oh nein, ist hier auch noch eine Gruft unter der Kirche. Wie unheimlich wollen die das denn machen, bitte? Wenn jetzt hier noch Gollums kommen, dann habe ich ein bisschen Angst. They're trying to shield themselves. Or shut someone out. Mhm. Aber wen? Vor was wollten sie sich schützen? Nimm doch das da, vielleicht. Huh? Danke. Ach, da wäre auch einer gewesen. Und wir sind tot. Ich höre irgendwie Schritte, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher, was ich da höre. Vielleicht ist es auch Max, den ich da höre. Ich glaube schon fast. Kann ich meinen Benzinkanister nicht mehr mitnehmen, weil der so blöd gefallen ist. Das ist ja auch super.
Naja, dann sprengen wir wohl nicht irgendwas in die Luft, was wir hier vielleicht treffen werden. Work. Komm schon, ohne Witz. Kommt ihr jetzt mit so Jumpscares daher? Nein, ey, was soll denn das? Ich mag so Passagen nicht. Ich spiele solche Spiele normalerweise nicht gerne. They barricaded themselves in here. Okay. They never came back out. Here they are. Just like she said. Our pallet's ready for pickup. Better head outside. Hm, okay. Das war viel. Wetten, jetzt passiert noch auf dem Rückweg irgendwas, weil das war zu leicht. Und hier ist so viel Dinky-D. Na komm, mach das noch auf. Mann, ist, wenn der nicht mit der Taschenlampe drauf leuchtet, ist es hier so dunkel. Okay, wir haben alles abgesucht. 100% des Schrotts gefunden. Dann gehen wir mal raus. Natürlich. Natürlich. Explosion attracted attention. Natürlich haben wir irgendwas angelockt. Also wahrscheinlich eher irgendwen. Aber trotzdem finde ich das unheimlich. Muss das sein? Anscheinend. Da ist es. Ich hör's. Hey. Es könnte jetzt schon gefährlich werden hier. Das sind viele. Mann, ey, shit. Nein, jetzt aufhören. Komm, jetzt nutzen wir die Wut wenigstens. Oh, Mann. Das war gar nicht so schlimm. Ein bisschen schon. Aber es hätte schlimmer kommen können. Zum Glück hatten wir gut Munition eingepackt. Das hat geholfen. So, na dann. Verbuddeln die Leute sich hier den ganzen Tag so im Sand und haben nichts Besseres zu tun. Oder so, anscheinend. Interessant. Oh. Erstens habe ich hier Loot vergessen. Zweitens ist hier scheinbar Heilung. Was ist denn das? Eine Ratte, eine tote Ratte. Ah, die ist wohl irgendwo im Eifer des Gefechts gestorben. War gar keine Absicht, aber die mampfen wird schon. Na dann, haben wir das auch. War ja halb so schlimm und doppelt so gruselig. Ah.
Tageslicht. Wie wunderschön. What'd your spies buy? Ah, Moment mal, ich muss anscheinend irgendwie nochmal so eine magische schwebende Leuchtkugel schießen oder so, oder? Gut. Okay. Gut, die Mission haben wir erfüllt. Alles für Pink Eye markiert. Dann gehe ich jetzt wieder hierher zurück, oder wie? Ach so. Warte mal, das war eine ganz andere Mission. Sprich mit Blast Cap, dann fahr den Laster zum Ort des Durchbruchs. Das ist ganz eine andere Mission. Das ist witzig. Aber jetzt muss ich trotzdem mal zu Pink Eye in die Basis, weil wir das gerade erlebt haben. Bring Pink Eye die Information. Genau, das machen wir. Schließen wir das da mal ab. Ich habe mich schon gewundert. Ich wollte nämlich witzigerweise schon sagen, cool, wie die Missionen miteinander verbunden sind. Dass nicht einfach nur jeder so ein Questgeber ist, sondern dass das so, ne, verstrickt ist ineinander. Aber nee, ich war nur doof. Das ist alles. Ich habe nur die eine Mission angenommen und die andere Mission erledigt. Also haben wir den hier, Madenbrutstätte. Das kann ich jetzt schon machen, weil ich irgendeine Mission erfüllt habe. Cool. Warum nicht? Used to be every day blended into the other. The food you found has really made a difference here. After we pack the vessel, there is still much to go around. Oh, okay. Das war's, oder wie? Naja, dann. Gut, dass wir drüber geredet haben. Gut, dass ich deswegen hierher gekommen bin. Na, wenigstens habe ich eine Madenfarm gemacht. Haben wir eigentlich gerade Zielmarkierungen? Ja, hätte ich schon noch, ne? Aber jetzt, wo wir hier sind, könnte ich auch hier weitermachen. Online-Schrott ist das hier. Okay, alles klar. Was steht ihr, was noch nicht existiert? Nee. Das ist Wassergenerator. Der Schrottlieferer, das müsste ich eigentlich upgraden, aber das geht halt nicht. Wachstum der Festung beitragen. Moment mal, das da oben ist ein Wassersammler. Was ist denn dann das da? Ein Ölbrunnen. Ach so, fürs kostenlose Tanken. Alles klar. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht genau, was wir da bauen sollen. Gibt's da sonst nichts? Wo ist denn der? Ich loot automatisch alle Autos, die du kaputt machst, Werkbank. Dingens. Wo ist denn das? Das wäre gut. Das hätte ich gern. Das würde ich jetzt gern machen. Muss ich mal schauen. Da oben sind ja, glaube ich, auch noch Baustellen, oder? Da hinten war das. Da ist noch was, zum Beispiel. Schauen wir da mal nach hinten. Mann, wäre das cool, wenn ich sprinten könnte. Ich würde es lieben, zu sprinten. Das ist eine Munitionswerkbank. Die können wir machen, wenn wir das Spiel mit dem Feuer abgeschlossen haben. Okay. Machen wir das gerade? Spiel mit dem Feuer? Nee. Nee, wir haben das jetzt erledigt. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Der Tanz mit dem Tod im Reich der Bestie sind da oben die beiden Missionen. Und hier haben wir die östlichen Tunnel. Und hier haben wir das da noch, genau.
Ich könnte ja, mich würde schon interessieren, jetzt wo wir schon in dem riesen Wüstengebiet waren, würde es mich schon mal interessieren, auch noch zu Deep Freya zu fahren, damit wir einfach mal alle kennengelernt haben, alle Questgeber. Mit dem Abschluss von Bauprojekten hilfst du Deep Freyas Tempel aufzubauen. Das würde mich auch interessieren. Mal schauen, ob wir das vielleicht machen. Aber jetzt muss ich erstmal noch kurz im obersten Stockwerk schauen, ob es hier auch noch Bauprojekte gibt. Weil ich vermisse wirklich diese Alle-Autos-Loot-Werkbank. Die muss es doch hier auch geben. Das zählt doch nur für ein Gebiet. Also das zählt doch momentan nur für Cheats-Gebiet. Ich hätte das gern überall. Ah, guck mal, was man nicht alles so findet. Die Meute wartet draußen, viele kaputte Fenster, der Sommerwind kommt. Er bringt den Geruch des rottenden Meeresbodens und die Schreie der Meute. Ich glaube, sie töten jemanden. Alle Kellner sind weg. Wir sind allein, aber die Polizei ist auf dem Weg. Vielleicht ist die Polizei die Meute. Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Na gut, hier gibt es irgendwie nur Scheiß. Nur blöde Upgrades. Nicht die, die ich gerne hätte. Das finde ich irgendwie blöd. Und ich frage mich, warum. Aber weil ich das nicht finde, was ich gerne hätte, machen wir jetzt einfach das da. Online. Bauteam Schrott sammelt, während du offline bist. Das machen wir jetzt. Ja, und vielleicht fahren wir darüber auch noch. Ich weiß es nicht. Eins von beiden. Entweder sammeln wir Teile oder wir fahren rüber. Oder wir machen ganz was anderes oder auch nicht. Irgendwas machen wir. Aber erst beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao.